Gummigeschosse kamen bisher hauptsächlich im Nahost- und in Nordirland-Konflikt zum Einsatz, werden aber von der französischen und spanischen Polizei auch gegen Demonstranten verwendet. Diese nicht tödlichen, in Anführungsstrichen, Geschosse haben schon mehrmals zum Tod und schweren Verletzungen geführt. Sie sind nur dann nicht tödlich, wenn sie aus 30 Metern Entfernung auf Kniehöhe abgefeuert werden. Die deutsche Polizeigewerkschaft fordert seit langem den Einsatz von Gummigeschossen, während sie im Kosovo vom Leiter der UN-Polizeitruppen nach dem Tod zweier Demonstranten wieder verboten wurden.